und willkommen bei Red Talks für unsere Sonderrevue Nummer 10. Ja, soweit ist unsere Nummer 10 jetzt da. Und wie immer, unser Programm, zwei neue Kinotrailer und zwei Gaming News. So, wir fangen erst mit dem ersten Kinotrailer für euch. Das ist Coolight. Das kommt im Februar 24 in Amerika. Gut, ich weiß nicht, wann das kommt bei uns. Wir werden einfach sehen, aber das Kino-Trailer ist perfekt. Wenn Sie lieben Action, das ist etwas sehr großartig. Wieder etwas genial. Okay, kurz über die Story. Das ist einfach über einen Überfall, so eine Kasse. Ein der Mitglieder von dem Gang, der wird einfach verfolgt danach. Und ja, seine Freundin wird entführt. Aber das klingt alles gut. Und mit Operol ist Anthony Hopkins und Nicolas Hoult. Wir schauen jetzt den Trailer. Bleiben Sie dran. Es geht los. Mache ich Foto durch Facebook, ne? We all got our reasons to do crazy, reckless things in life. But if the reason's love, then maybe it's not so crazy. And right now, it's the only thing keeping me alive. I love you. No one's ever told me that before. Casey's time. I believe I have something you want. They're gonna kill the love of my life. I can go back to what I was doing. You have come back. I knew it. He's big time car thief in America. I need someone like you. Is it dangerous? Of course it's dangerous! Good morning. Our line of work is quite brutal and quite ruthless, isn't it? I misjudged you, my friend. If anything's happened to her, I swear I'm gonna... Do what? When people tried to steal from me... Any innocent characters die violent and meaningless deaths. I'm gonna get you, Juliet. Run, little piggy, run, run, run. Hey, stay cool, man. All this trouble, all this pain, for love. Some people would think what I did was kind of like romantic. I mean, it's kind of romantic. Ja, zurück. Wir haben jetzt eine super Action-Movie-Trailer gesehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Jetzt, wir gehen in den zweiten. Und das ist The Lost City of Z. Das kommt im März 2017, so die 30. März. Das ist angegeben von dieser IMDb. Übrigens, dem Website ist zu finden bei imdb.com. Und das sind viele Neuigkeiten über Filme und was auch alles rund auf die Thema Kino. Okay, wir gehen einfach über diese Story, The Lost City of Z. Das ist einfach über einen weltweit Bestseller von David Grant. Und das kommt einfach jetzt die erste Mal im Kino, die Adaptation. Und das ist einfach über die Drama, über diese Forscher aus England, die einfach über diese eine Stadt, die einfach in die Vergangenheit weg war. Und das ist in die 1920
Jahre gedreht, einfach so in die Zeit, einfach nicht 1920 von damals gedreht, nee, aktuell gedreht. So, dass ich mal einfach klar und deutlich die. Okay, haben Sie auch verstanden. Gut, jetzt wir gehen zu dem Kinotrailer. Bitteschön, jetzt The Lost City of Z. Viel Spaß. To dream, to seek the unknown, to look for what is beautiful is its own reward. A man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? You are the explorer? Give me a hand. I wish to find a lost city. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. I'll not know you when you return. I know this is a sacrifice for all of us. The environment's brutally difficult. The journey may well mean your life, but you could reclaim your family name. Ain't nobody comes back from up there. But we have never let fear determine our future. What did you hope to achieve out here? If we may find a hidden civilization, where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. I call it Zed. It is there. And we must find it. Ja, das war mit uns beide Kino-Trailer-Movie. Jetzt wir gehen Richtung Gaming. Ja, zwei Neuigkeiten wieder für euch. Die Woche gewesen, wenn sie haben das verpasst oder wenn sie wissen das nicht noch. So, das ist einfach ein erster Story-Trailer von Injustice 2. Ja, ich kann das jetzt aussprechen. So, das geht einfach über ein Spiel, der einfach kommt in PlayStation 4 und Xbox One. Wir sehen jetzt die Trailer-Story und wir sehen uns wieder zurück. Okay, bis gleich. Savior. Monster, guardian, vigilante, the preservation of life. So often, the justification for taking it. Humans, elevating those that keep guard until they watch too close, and the so-called hero condoning the very act he would condemn. Transgressions of the past shape actions to come. As offspring turns into adversary, yesterday's loss leads to madness. And God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust. As factions dissolve and form, and lust for power enslaves all, such folly and futility in the grand design. Curious how lines once clearly defined become
blurred. Perhaps it is time for them to be redrawn. They say that battle changes you. It makes you stronger. More ferocious. Monster in the night, watching, learning, hunting. Each time I enter the pit, I emerge, reborn. Put the devil on the other side, and I will show up. Evolved. Adapted. And prepared. To fight. Ja, jetzt war das einfach auch sehr interessant zu sehen, alles. Okay, jetzt dem zweiten Gaming-News für mich oder für euch auch. Das ist jetzt ein Spiel, der kommt für diese Nintendo Switch. Ja, um alle, die einfach Nintendo Switch sind, vielleicht begeistert. Ja, ich muss sagen, das geht auch mal ein altes Spiel, der als Shin Megami Tensei 5. Und das schauen wir das zusammen, gemeinsam. Und wir sehen uns danach wieder zurück und gleich. Bis gleich.
Ja, unsere Sunday Review ist jetzt am Ende. Leider, leider. Aber wie wir versprochen, ich bin da jede Woche für euch mit unserer Sunday Review, ein Unterhaltungsprogramm, ich hoffe, für euch alle. Ihr könnt gerne Kommentare lassen. Ich habe keine Probleme. Ich werde alles lesen. Wenn ich muss das auch vorlesen bei die Cam, mache ich auch gern. Übrig, ich bin immer froh, wenn die Leute gucken in meinem Programm und auch meine andere Programme auf meinem Kanal. Das war einfach immer froh und Freude, zum alles mich mit euch zum mich unterhalten. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche Anfang und wir sehen uns wieder. Bleibt dran und